Willkommen zum Slupcast der Styroporkutter, Funktion und Anwendung. Styropor lässt sich schlecht mit Messern bearbeiten. Es fängt an zu krümeln und außerdem werden die Schnittkanten unsauber. Besser lässt sich Styropor mit heißen Messern bzw. Heißdrahtschneideanlagen bearbeiten. Heißdrahtschneideanlagen werden auch Styroporkutter genannt und hier haben wir unser Gerät neben mir gerade stehen. Mit dem kann man sowohl 2D- als auch 3D-Schnitte machen. Hierzu wird der Heißdraht, der zwischen zwei Schlitten gespannt ist, mit erwärmt. Mit dem heißen Draht kann man nun sehr einfach durch das Styropor in beliebiger Breite und Dicke durchfahren. Es entstehen saubere Oberflächen und klare Schnittkanten. Angesteuert wird die Maschine mit G-Code. Dieser kann in 3D-Programmen oder bei uns am Rechner mit einem 2D-Programm erzeugt werden. Anschließend wird der G-Code in die Maschinensteuerung geladen und der Styrocutter fährt die vorgegebenen Wege ab. Die Besonderheit unseres Styroporkutters ist, dass sich die beiden Achsen unabhängig voneinander ansteuern lassen. Dadurch lassen sich neben 2D-Schnitten auch 3D-Schnitte erstellen. Zusätzlich verfügen wir über einen Drehteller, mit dem Sie auch noch rotationssymmetrische Objekte auf sehr einfache Art und Weise erzeugen lassen können. Die Anwendungsmöglichkeiten unseres Styroporkutters sind vielfältig. So können Betonschalungen genauso geschnitten werden wie Städtebaumodelle der Architekten. Ein weiteres Anwendungsgebiet befindet sich im Modellbau. Der Geräteführerschein Styroporkutter führt in die grundlegende Nutzung und Bedienung des Styroporkutters ein. Danach könnt ihr das Gerät selbsttätig benutzen. Weitere Hilfe für eure Projekte und Anwendungen des Styroporkutters erhaltet ihr in der Wissensbank.